Auf geht's mit ein bisschen Brickforce-Action. So, ich habe mal die Waffe gewechselt. Das war ja auch wirklich schon höchste Eisenbahn. Bin immer mit der Sniper herumgelaufen. Jetzt mal hier was Fetzigeres. Oh, dieser Respawn-Schutz. Und Laggen auch noch dazu. Leute, Leute. Ja, manchmal, wie gesagt, die Stresstests zeigen Wirkung. Auf manchen Servern laggt es ab und zu ein bisschen, aber jetzt scheint sich's beruhigt zu haben. Naja, oder auch nicht, zumindest bei ein paar Leuten. Headshot! Immer diese lustige asiatische Stimme dann, die ankündigt, falls man einen Headshot oder was auch immer gerade erledigt hat. Hoppala, und noch einer. Oha, wer ist denn da ganz oben an im Ranking? Das kann doch wohl nicht der Schilling sein. Oh, es ist der Schilling. So. Die Map gefällt mir irgendwie. Die stürmen da raus wie die wild gewordenen Hühner. Und wir kampieren hier ganz schön. Hoppala, da ist meine Granate in irgendein Loch gefallen. Na, Respawn-Schutz, wie lange willst du noch anhalten? So, ich würde sagen, gehen wir mal ein bisschen weiter da rein. Muss mal die Map abchecken. Eine selbst erstellte mal schon wieder. Oh, hier eine Absperrung um den Baum, dass keine Hunde dran pinkeln. Sehr löblich sowas. Hier im Bunker, sogar mit Dach. Das ist auch mal eine feine Idee. Das könnte man sich... Hoppala, sicher... Oh, das ist, der gehört ja zu mir. Könnte man sich sicherlich abschauen. Diese Idee... Oh, dass der mich gar nicht bemerkt hat von den Schüssen her, weil das ist ja doch recht laut, diese Waffe. Und da der nächste. So, gehen wir nochmal ein bisschen im Kreis. Was haben wir hier? Da geht's nach unten. Das ist eher uncool. Wo geht's da hin? Oh, der hat die Sniper gehabt. Schade, meine Sniper ist ausgelaufen und meine Punkte. Ich bin anscheinend ein bisschen zu großzügig mit dem Einkaufen umgegangen. Und habe mir da, ja, doch recht viele Waffen gekauft, weshalb ich jetzt keine Punkte mehr für die Sniper hatte. Deswegen, wie gesagt, der Waffenwechsel. Aber ich finde, mit der geht es momentan auch sehr gut. Aber in manchen Situationen, wie zum Beispiel jetzt, wäre dann doch die Sniper ein bisschen vorteilhafter. Aber so geht's auch. No problemo. So, ich will meinen, ich habe hier gerade jemanden gesehen. Der geht da jetzt nach oben. Wow, respawn! Und wo ist die gelandet? Aha, da oben hat sich die Sniper-Fraktion hingestellt. Aber die machen es auch nicht mehr lange. Oh, das war eine Granate. Direkt in my face. Die habe ich nicht gesehen. Kann passieren, kann vorkommen. So, dann stürmen wir mal wieder los. Bis 100 Frags geht's. 93 sind momentan schon erreicht. Also, das haben wir ja gleich. Lass mich da durch. Oh mein Gott. Junge, 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 Junge. Eigener Spieler blockiert mich da hier und schickt mich direkt in den Tod. I don't like. Das ist ja mal gar nicht nett. So, jetzt habe ich mich aber gerecht. Jetzt hat ihn auch ebenfalls die Granate erwischt. Und der Sniper schon wieder. Omega 929. Dich merke ich mir, lieber Kollege. Oh, was ist denn hier los? Wie kommen die da alle aufs Dach rauf? Da sind jetzt mindestens drei Leute oben am Dach. Dann spaziere ich hier auch mal rauf. Von hier hat man ja... Ach mein Gott. Der tritt mir in den Popo. Was soll das? Was haben die denn für Geschütze? Da oben sind solche Volcanoes, wie die heißen. Diese fetten Gefährte. So, schmeißen wir mal eine kleine Überraschung rüber. Mal sehen, wie denn das gefällt. Und von hinten kommt er. 11 Kills noch, dann ist es zu Ende. Aber die Map gefällt mir eigentlich. Obwohl man sagen muss, ein Team
Ja, die Spawnplätze sind nicht sehr fair verteilt, weil ein Team respawnt hier immer rundherum und die anderen hier direkt in der Mitte im Bunker. Muss jeder selber wissen, was er hier bevorzugen würde. Oh, schon wieder der Sniper. Da ziehe ich mich mal lieber zurück. So, jetzt aber. Headshot! Und mein Kill hat zum Sieg geführt. Oh nein, fast. Der vorletzte Kill. Ja, die Map bekommt 8 Punkte. Dritter hier, 500 XP und 500 Punkte habe ich bekommen. Mal schauen, wann ich mir die Sniper wieder leisten kann. Die kostet irgendwas mit 9000. So, mal schauen, ob der Host hier direkt wieder startet. Okay, da liefen alle. Anscheinend hat ihnen die Map nicht sehr gut gefallen. Wo marschiere ich dann hin? Farm XP, join it. Nein, das möchte ich nicht. Explosion, Speed XP, Castle War. Das klingt ja mal interessant. Also wenn ihr selber einen Raum erstellt und wollt, dass da schnell viele Leute reinkommen, nehmt einen interessanten Namen. Denn hier bei der Auswahl muss man schnell entscheiden. Ja, das sieht schon mal sehr fein aus, wenn die Map wirklich komplett selbst erstellt wurde. Dann ist das schon mal nicht schlecht. Das war sicher eine Heidenarbeit. So, jetzt aber. Aber allzu groß ist sie gar nicht. Das finde ich immer schön. Übersichtliche Maps, die nicht 500x500 Bricks breit sind. Dann findet man sich wenigstens schneller. Ich bin bei den Roten. Okay, hier außen gibt es auch noch einige Gänge. Na, kommst du wieder oder nicht? Hat mein Kollege schon erledigt. So, schon langsam könnten dann mehr Spieler dazukommen. Wow, wow, wow. Respawn von den anderen und der Spawnschutz wird mir jetzt das Leben kosten. Oder auch nicht. Ein Sniper. Und da hat er mich erwischt, der Flutzi. Ja, die Sniper ist hier auch in manchen Gelegenheiten nice. Meine anfängliche Lieblingswaffe. Jetzt habe ich mich hier mit einer anderen abgefunden. Aber funktioniert auch, wenn man... Da muss man aber gleich ganz anders spielen. Da muss man viel schneller nach vorne rushen. So, mein Lieber. Die Leiter wurde dir zum Verhängnis. Wenn die Gegner so weit weg sind, muss man ab und... Wow, 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 Granate, Granate. Muss man ab und zu vom Schuss runtergehen und nur so klein immer drauf schießen, weil dann trifft man präziser. So, da hat er schon wieder den Spawnschutz gehabt. Vor allem mit so einer Waffe wie ich, wenn ich jetzt hier im Dauerfeuer auf die Distanz ziele, da treffe ich gar nichts. Deswegen immer nur so punktweise. Außer er ist zum Beispiel jetzt so nah wie hier gerade, dann kann man ruhig am Feuer die ganze Zeit draufbleiben. So. So schnell trifft man sich wieder. Mein lieber Freund und Zwetschgenröster. Manchmal erkennt man einfach überhaupt nicht, ob der Spieler Freund oder Feind ist. Das sieht man dann leider manchmal zu spät. Wie gesagt, momentan erkennt man das nur daran, wenn man mit dem Ziel direkt über den Gegner ist, erscheint so sein Name in roter Schrift. Und über den befreundeten Mitspielern ist eben der Name hier in grauer Schrift. Das heißt, daran erkennt man das. Aber ansonsten irgendwie von der Ausrüstung her oder vom Outfit her schauen beide Teams gleich aus. Da könnte man ruhig auch ein bisschen was vielleicht mit den Farben machen, dass man sich hier noch besser auseinander unterscheiden kann. Weil sonst tut man sich da manchmal ein bisschen schwer, seine eigenen Leute von den eigentlichen Feinden zu unterscheiden. Hoppala. 3 gegen 1, das ist ja unfair. Immer auf die Kleinen, immer auf die Kleinen. Mir kommt so vor, als wären wir irgendwie mehr. Ja, das stimmt auch. 4 gegen 3. Headshot. Wo sind die anderen? So, die werden jetzt hier gleich alle respawnen und dann mit ihrem lustigen Schutz. Ja, war klar. Gut gemacht, Chilling. Sehr toll.
Oh, und die Runde, wie ich sehe, ist auch gleich zu Ende. Noch 9 läppische Kills. Na, komm her. Grüß dich, mein Lieber. Hoppala, Rauchgranate, das sieht man jetzt gar nichts. Kann mit der Maus, wenn man mit der Maus aber hier trotzdem im Rauch herumfährt, dann sieht man den roten Cursor bzw. den roten Namen eingezeichnet. Dann kann man trotz Rauchgranate hier auch noch ein paar Leute abknallen. Wow, Granate! Da hatte ich zu wenig Lebenspunkte, um die Granate jetzt noch zu überleben. So, die letzten 3 Kills. Auf geht's, ich will auch noch irgendwas abstauben. Wow, nachladen. Ja, das Nachladen dauert mit so einer riesigen Waffe leider sehr lange. Alternativ kann man auch einfach zum Beispiel zur Pistole wechseln, weil die ist ja dann direkt nachgeladen. Aber das war jetzt gerade hier nicht sehr vorbildlich, was ich hier gerade abgezogen habe. So, hier war doch gerade einer. Ja, und da habe ich den letzten Kill gemacht. 50 zu 26. Das war doch mal fein. 312 Punkte gibt es da für mich, sowie Erfahrungspunkte. So, mal schauen, wie viel kostet die Sniper? Weil es gibt ja auch momentan einige Sniper-Maps. Ja, 529 Punkte brauche ich noch. Die Sniper kostet 8415. Ja, mal schauen. Eine Runde und dann müsste die Sache gegessen sein.